Moin, hier ist wieder der Schattennaseweiß mit dem nächsten Was sollen wir trinken Video. Heute habe ich wieder ein Red Bull. Und zwar die Purple Edition. Und das soll nach Acai, oder wie sich der Scheiß ausspricht, schmecken. Da ist drin Wasser, Saccharose, Säurungsmittel, Zitronensäure, Kohlensäure, Taurin, Sorbiolaton, Natriumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Koffein, Vitamine, Niacin, Pantothensäure, B6, B12, Aromen, Farbstoffe, ach, die Anthocyane ist wieder dabei und Riboflavine als Farbstoffe. Okay, was mir auffällt, ist, dass da nur Saccharose drin ist und nicht Saccharose, sondern Saccharose. Und ich glaube, das ist normaler Rübenzucker. Oder Rohrzucker, also stinknormaler Zucker. Aber das hört sich natürlich viel gesünder an als Zucker. Das hat ein leicht beerigen Geruch. Hat auch einen leicht beerigen Geschmack. Ist jetzt nicht komplett schlecht. Das ist halt so ein generischer Waldbeerengeschmack. Und ich muss wieder sagen, dafür, dass der Zeug komplett mit künstlichen Aromen, also, naja, das sind ja keine künstlichen Aromen, dass das Ding komplett mit Aromen gestaltet wurde, der Geschmack, und nicht mit natürlichen Zutaten. Dafür ist das eigentlich ganz okay. Also ist jetzt nichts, was ich mir unbedingt noch mal holen würde. Weil ich mag die mit richtigem Frucht. Aroma, also mit richtigem Fruchtsaft, eigentlich lieber. Macht das aber nicht schlecht. Ja, das kann man durchaus trinken. Also die Purple Edition von Red Bull. Kriegt man mir einen soliden Seitwärtsdaumen. Ist nichts Besonderes. Aber für das, was es ist, ist es nicht schlecht. So, und ich hoffe, ihr fandet mein Video für das, was es war, auch nicht schlecht. Wenn ja, gerne einen Daumen hoch. Nette Kommentare freue ich mich auch immer drüber. Und dann sage ich wie immer, danke fürs Zugucken und bis beim nächsten Mal.